heißt, wir brauchen noch 8 Kinder. Wenn ich also alle bis auf das Dreifamilienhaus nochmal Kinder kriegen lasse, dürfte das in Ordnung sein. Aber vorher wird dringend Gold gebraucht. Und ja, wir haben bald genug. Sieht es bei dir so aus? 50%, ha? Huh? Haben wir schon Leute mit Eisenwerkzeug, ne? Was ist mit dir selber? Du hast kein Werkzeug, nein. Du hast aber ein Eisenwerkzeug. Jetzt muss ich wie der Eisenschmelzer von hier drüben Holz holt. Alles läuft gut. So, du bist ein Dreierbogenschütze, dann kannst du die Kaserne verlassen. Du wirst ein Zweierbogenschütze erstmal, bis wir mehr Gold haben. Ja, Stein hat gegessen und Stein arbeitet. Auch gut. Ja, wenn wir den Palenk für die Lagerstätte wegnehmen, hätten wir wahrscheinlich einen Haufen Gold. Ich sehe dort einen Palenk für Soldaten. Machen wir mal das weg, damit wir nur noch Soldaten sehen. Also Militär sehen. Ja, hier sammeln sich meine Soldaten. Hier sind ein paar Verteidigungstürme. Ja, das ist okay. Du hast von deinem Bier geschlürft. Pennst eine Runde. Dann geht's wieder rein für dich. Also da haben die Palenke einen Soldaten. Da haben sie einen Verteidigungsturm. Da steht ein Soldat rum, da steht ein Bogenschütze rum. Das wird das Militärlager hier sein. Man sieht es wahrscheinlich in der Aufnahme noch schlechter. Ich kann aber, wie gesagt, die Karte nicht größer machen, außer die Karte hier. Aber hier sieht man halt gar nichts. Und ja, der Verteidigungsturm. Also nein, viel haben sie nicht mehr. Also machen wir wieder alles Wichtige an. Oh, sie haben sogar Straßen. Ja, so ein bisschen was, was an Straßen erinnern soll. Hier können trainiert werden. Gut. Schwertschmiede steht schon eine Weile leer, ist auch okay. Ja, eigentlich hoffe ich immer noch, dass die Nachos mal wieder angreifen, irgendwas. Naja, wenn ich so viel ausschalte, dann sehe ich wirklich, in welchen Gebäuden Soldaten stecken, weil da ist das der Punkt auf dem Gebäude ein bisschen und welche eben neben Gebäuden stehen. Das wären die zwei, der da oben und der da.
So, das Eisenerz wird weniger. Er holt sich wieder Holz von hier drüben. Die Sammlerhütte steht schon lange leer. Meine Bauarbeiter warten darauf, dass Steine reinkommen, dass sie die restlichen Straßen bauen können. So, du kannst trainiert werden. Möbel haben wir noch, aber kein Geschirr mehr. Aber dafür müsste bald die Straßen fertig sein. Dann kann der wieder nämlich töpfern. So, wir können dich einmal befördern. Und sobald wir die Bogenschützen befördert haben, wollen wir uns die letzten 8 Leute für die Schwertkämpfer. Oh, jetzt holen sie von da unten Stein. Auch gut. Oh, der Eisenschmelzer holt jetzt von hier Holz. Dürfte schneller gehen, als von hier Holz zu holen. Dafür braucht halt der Werkzeugschmied von hier Holz. Der selber immer noch kein Eisenwerkzeug besitzt. Und ja, irgendwie hätte ich wirklich gern das Gold aus der Lagerstätte der Palenke. Damit könnte ich meine Truppen viel schneller boosten. Was könnten wir dann wirklich machen, wenn wir, ich sag mal, die Bogenschützen haben und noch neben den beiden Schwertkämpfern noch 5. Dann könnten wir die Seite hier mal einreißen. Das ist nämlich nicht viel Widerstand. So, Werkzeugschmied. Und er kann trainiert werden. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich die friedlichen Missionen lieber mag, weil sie schneller gehen? Also es ist wirklich so, man sollte gucken, dass man seine Armee gut upgradet. Sonst wird das viel schwieriger. So, unser Goldschmied braucht Gesellschaft. Wir haben noch genug Goldnuggets im Augenblick. Der Eisenschmelzer betet für Religion. Sorry,
Er ist hungrig, das heißt, er geht essen und wahrscheinlich auch pennen. Ja. Na, wie gesagt, sobald die Straßen hier fertig sind, die ich jetzt noch ziehe, eingeschlossen. Dann darf er wieder mal töpfern. So, ordentlich töpfern. So, dich tue ich mal zum Goldsammler umschulen. Bier haben wir jetzt das Maximum eingelagert. Oh ja, Goldschmied mit Eisenwerkzeugen ist eher sehr effektiv. So, du Goldsucher. Wie gesagt, Eisen brauchen wir im Augenblick keins mehr. Ja, du bist hungrig und müde, also kannst du es ruhig machen. Du gehst Gold schürfen. Da ist jede Menge Gold, das wir brauchen. Ja, wieder zwei Goldbarren. Ja, wenn er Eisenwerkzeuge hat, dann produziert er jedes Mal zwei Goldbarren. Das ist gut. So. Das heißt, wenn nochmal zwei Goldbarren reingekommen sind, ja, wir machen auf jeden Fall ein Gold Plus. Wie siehst du so aus mit den Waren? Gerade Nahrung. Ja, hat sich gut eingepedelt. So, die Straßen sind bald fertig. So. Unser letzter Bogenschütze.